Borussia Mönchengladbach kann die Liga also wieder spannend machen. Ein Sieg und sie sind bis auf einen Punkt dran an den Bayern. Hans, nichts leichter als das, oder? Ja, zumindest rein rechnerisch hast du total recht. Du hast auch Abitur. Ja. Das ist ja bei uns hieß das in den 60er Jahren Notabitur, Hans. Notabitur. Hast auch in Hessen gemacht. Nein, in Schleswig-Holstein. In Hessen. In Schleswig-Holstein. Es hat heute in einer Sonntagszeitung ein Interview mit dem Lucien Favre gegeben, was ich aber, nicht alles, was in der Zeitung geschrieben wird, finde ich gut, aber das fand ich richtig gut. Und er hat gesagt, natürlich fühlt er sich nicht, logischerweise, als Verfolger von Bayern, auch wenn das rein formell durch dieses Ungeschlagensein und den Tabellenplatz der ein oder andere reinlesen kann. Aber er ist stolz, dass erstmal die Leistung seiner Mannschaft und von Borussia Mönchengladbach überhaupt erstmal zu solchen Diskussionen führt. Denn wir stehen ja nur einmal mit oben dran, jetzt momentan an dritter Stelle hinter Hoffenheim. Und es ist wunderschön zu wissen, dass wir in einer der stärksten Ligen gegen die derzeit für mich weltbeste Mannschaft aus dieser Position des Ungeschlagenseins spielen können. Es ist wunderbar für jeden Einzelnen, der im Stadion ist. Für Deutschland ist es schön zu sagen, hey, zumindest für diesen Sonntag haben wir für richtig Spannung gesorgt. Ja. Und dann werden wir sehen, ob das Normale eintritt. Das Normale ist, dass Bayern München sich auch bei uns durchsetzt. Oder ob das eintritt, was im Fußball immer möglich ist, dass diese Überraschung Tatsache ist, dass ich tippe ganz, ganz selten, aber da will ich mich heute mal festlegen, geht mal davon aus, dass ihr nicht zu viel Tore seht. Also Frankfurt, vergesst bitte. Favre war ja eine Zeit lang ziemlich sauer auf Eberl, weil eben diese Reus-Geschichte passiert ist. Mit Luc de Jong ist ihm auch ein Stürmer reingesetzt worden, den er so vielleicht gar nicht akzeptiert hat oder mit dem er sich im Vorfeld so nicht beschäftigt hat. Das Ganze, den Mut zu haben, dann auch nochmal so einen Einkauf zu korrigieren und zu sagen, so jetzt setze ich mich mit dem Trainer intensiv zusammen und finde neue Einkäufe, das ist, glaube ich... Und er jammert halt nicht rum. Max hat nie rumgejammert, als diese wertvollen Spieler abgegeben werden mussten. Und, du hast es gerade angesprochen, er war vor allen Dingen schnell. Er war schneller jetzt bei diesen Spielern, die du gerade angesprochen hast, bei den Neuverpflichtungen. Im Februar, März waren die fast schon durch mit diesen Transfers. Das spricht für seine wunderbare Arbeit auch vorausschauend, wirklich zu gucken, was kann sich Gladbach leisten, wo haben wir Probleme, wo müssen wir noch Spieler holen. Und das hat er gut gemacht, wenn er so früh die Spieler unter Vertrag hat und auch noch überzeugen kann. Wir könnten uns dann noch länger unterhalten, das, was Max in den letzten 4 Jahren in dieser Funktion gekonnt hat, aber auch, was er vorher gekonnt hat in 3,5, 4 Jahren, Aufbau unserer Schule, unseres Internats, unseres Jugendfußballs, über jedes Lob erhaben.